Rüstteile, Aufliegerhändler. Ob das jetzt so ist, wie der WWE-Investor gesagt hat. Ausführung ändern? Was können wir denn hier so machen? Wähle eine Kategorie. Aufliegerkombination. Ah ja. Ah ja. Aha. Was sind das? Zwei Achsen weit? Ah, was ist denn mir lieber? Zum Lenken und zum Handling ist eigentlich das Kurze besser. Der Ene wäre noch besser. Aber das ist ein bisschen Pisse. Ah, hier kann man eigentlich bei einem breiteren Stand auch ein bisschen mehr Last. Wir machen das mal so. Machen das mal in den Warenkorb. Lackfarbe. Ah ja. Custom. Das sieht ja so richtig schön hässlich aus, ne? Oh, hier wird's interessant. Aha. Duff. Pure Excellence. Das beschreibt mich eigentlich perfekt, ne? Ich empfehle nicht, einen Auflieger zu kaufen. Man beschränkt sich dadurch in den verschiedenen Aufträgen. Oh, Rolf hat eigentlich immer recht gehabt, so mit dem, was er sagt. Bin ich eigentlich ein Kosmonaut oder ein On-Air-Truppler? Verwirrt bin. Ach, je. Wie wäre es mit einem schroffen On-Air-Kosmonauten? Mürgur, da hast du jetzt auch mal ihn rausgehauen, ne? Wahnsinn. Jetzt bin ich echt verwirrt, ob ich den Off-Flieger hole. Aber das stimmt schon, dann hast du den halt am Arsch. Aber ich würde... Sag mal, kostet das echt... Ach so, dadurch ist das so teuer jetzt. Schau doch mal beim Iveco-Händler vorbei. Mal schauen, was es Schönes gibt. Ja, Iveco, ich weiß. Aber eigentlich will ich erstmal... Ich lasse das erstmal. Erstmal meinen Kredit loswerden. Wie sieht denn das eigentlich aus mit dem Kredit? Zur Rückzahlung verbleiben 91.000. Oh Gott. Ich würde auch eher die Werkstatt aufrüsten und später einen zweiten Laster kaufen. Aha. Da müsste ich ja aber irgendwie halt nach Dresden zurück. Ich würde mal sagen. Lass du dich als. Nee, verdiene Geld. So, Frankfurt, hast du nach Dresden was? Prag wäre auch in Ordnung. Straßburg, Kassel. Prag wäre auch noch in Ordnung. Jetzt nicht so mega lukrativ. So, wir haben es Samstag. 12 Uhr. 7 Stunden dauert die Fahrt. Okay, das würde schon alles passen. Wieso musst du nach Dresden? Wegen meiner Werkstatt. Dachte ich. Oder geht das hier? Klärt mich auf. Karriereentwicklung. Kredit kannst du neue kleine aufnehmen und damit kann den großen abbezahlen. Ah, ich verstehe. Nur wenn du tatsächlich einen neuen Anhänger kaufst. Aha. Garagenmanager. Garage kaufen, Arbeitsagentur. Aufrüsten. Ah ja, ah ja. Ökonomischer Erfolg, Schnellreise. Aufrüsten, was kann man da machen? Du hast nicht genug Geld, um deine Garage auszubauen. Ist es 108.000? Oh, da muss ich aber noch ein paar Strecken fahren. Die Sache ist halt, wenn wir wenigstens das Geld haben, also wirklich, das kann man sich doch als Ziel nehmen, das Geld haben, dass wir uns einen neuen Truck kaufen können und dann jemanden einstellen, dann kannst du 3 LKW haben, wenn die Garage aufgerüstet ist. Ach so, aber so gehen 2? Ich glaube nämlich nicht, weil sonst würde... Ja, hier das...
kann tatsächlich nur einen Platz hier machen. Ah, siehst du, also musst du die ja aufrüsten. Da muss man die ja aufrüsten, ne? Damit du einen Truck holen kannst. Ich würde wirklich sagen, zweiten Truck geholt. Da echt sparen halt. Einen Kredit aufnehmen, um die Garage zu machen. Aber dafür würde ich halt gerne mal gucken. LKW-Händler. Aber Iveco. Aber MAN juckt mich halt auch. Und ich wollte eigentlich erstmal eine MAN. Möchtest du wirklich nach Berlin fahren? Ach so, dann bin ich ja dort. Scheiße. In Prag gibt's Renault. Für einen zusätzlichen Truck brauchst du einen zweiten Stellplatz in der Garage. Ja, das heißt, also ich will wirklich, Rolf, du hast das Spiel wahrscheinlich auch schon viel gespielt, der Investor ja auch. Ich bin so der Meinung, ich fahre jetzt halt so noch ein paar Strecken, dass ich das Geld hätte, um mir einen neuen Truck zu kaufen. Werde dann einen Kredit aufnehmen, die 180.000. Irgendwie, dass ich meine Garage ausbauen kann, dann zweiten Truck, zweiter Fahrer und dann geht's so nach vorne. Und ihr sagt jetzt bestimmt wieder, wozu warten, Christian? Ich will erstmal ein bisschen liquide sein. Deshalb würde ich nämlich fast mal sagen, ich fahre wirklich die Tour nach Prag. Wozu warten, Christian? Siehste, ich wusste es. Wollen wir es einfach riskieren? Aber da würde ich halt gerne. Oh, ich überlege gerade. Ich würde da nämlich gerne, dass ich da irgendwie, ich will ein MAN haben. Leute, es ist einfach so. Oder wir gucken halt mal bei Iveco. Komm, wir gucken mal bei Iveco. Ja. Was? Ach, Wert bei Insta. Warte mal, Listenpreis. Aha. 97.000. Hey, wir sind im 21. Jahrhundert, da macht man alles auf Pump. Da hast du erstmal recht. Also ich hatte keine Probleme, die Kredite zu bedienen, aber immer gut ausgenutzt. Okay. Oh. Ey, sorry. Der ist schön. Was hältst du davon? Schaust bei Iveco vorbei, dann fährst nach Prag, schaust zu Renault und versuchst dann eine Fahrt nach Berlin von zu MAN zu bekommen. Ist eine sehr gute Idee. Also ich muss wirklich sagen, hier 450 PS hat der. 560 PS, ey, da ziehst du echt schon mal eine Wurst vom Brot. Ja, natürlich einen etwas größeren Tank hier. Oh, der hier. Der ist echt gut. Zu den LKW-Händlern muss man keine Fahrten machen. Aha. Dein Wort in Gottes Ohr jetzt. Ich werde, also wenn ich jetzt hier hingehe und auf Besucher ausgewählten Händler mache und jetzt hier ja klicke, bin ich dann in Prag? Die Frage geht jetzt an Rolf und an den WWE-Investor. Bin ich dann in Prag? Das ist eine wichtige Info. Ich will nur mal gucken. Aber bis jetzt ist der Iveco da vorne. Den fahre ich dann aber. Mein Angestellter kann den anderen nehmen. Der kann Actros fahren. Oh Gott, es kommt keine Antwort. Leute, vielleicht einfach mal probieren. Wollen wir es einfach mal probieren? Möchtest du wirklich nach Prag fahren? Ich klicke jetzt einfach. Okay. Ja, dann bist du in Prag. Verdammt nochmal.
Verdammt nochmal. So, okay. Renault will ich aber echt nicht haben, ne? Ich guck dir mal an, den Dreck. Okay. Jetzt bin ich echt in Prag. Das ist ja blöd. Ne, ich bin noch hier. Okay, na dann ist alles cool. So, dann guck mal jetzt mal bei MAN. So. Ah. PS. Nicht so einen großen Tank. 400 Liter Tank, das ist ja traurig. Ah, der ist ziemlich gut. Hat ein bisschen mehr PS hier. Drehmoment ein bisschen weniger. Ich hätte gesagt, du bist hinterher immer dort, wo du vorher warst. Okay, bei dem Renault-Logo muss ich immer an Larry denken. Schau immer ab, welche Level verfügbar sind. Ach, verfügbar ab Level. Oh, Leute, das sehe ich ja jetzt erst. Scheiße, das sehe ich ja jetzt erst. Okay. da hat sie es ja schon wieder fast gegessen. Guck mal doch mal bei Iveco ganz kurz. Ah, ab Level 12. Der würde gehen. Schön großer Tank. PS, okay. Ich weiß gar nicht, hier unser Actros, wie viel hat der? Okay, dann habe ich mich getäuscht. Mensch, Rolf, alles gut. Alles gut. Wie sieht es eigentlich mit unserem Busunternehmen aus? Ah, eigentlich ganz gut. So, den haben wir nämlich. Der hat halt einen schönen großen Tank, ne? Also kannst du wirklich ne meckern. Da haben wir ja wirklich Glück gehabt mit dem Actros. Der hat 421 PS. Das ist ein guter Truck. Das ist echt ein guter Truck. Aber man will ja auch immer mal ein bisschen switchen, ne? Ich würde nämlich fast mal sagen, dass von den Händlern, die wir jetzt hier haben, da doch eigentlich schon der Iveco hier... Welcher war es denn? Der hier. Vom PS ein bisschen mager. Aber ich würde ihn halt auch gerne mal probieren. Einfach, dass man auch mal so ein bisschen hin und her switcht. Kostet 157.000. Aber spannend, dass du ohne Fahrer spielst. Ich bin immer voll auf Expansion. ich werde aber jetzt trotzdem mal gucken wegen Fahrer. Los. Also wir brauchen jetzt hier... EB, BVB, ich grüße dich und danke für ein Follow. Den merken wir uns mal. Den Iveco kostet 157.000. Wir haben ja auch ein bisschen. Wir müssen ja auch unsere Werkstatt jetzt erweitern. Sprich, ich habe jetzt ein Leben auf Pump. Das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. So, wir machen den großen Kredit. Bam. Tun den zurückzahlen. Und haben noch auf Tash 352.000. So, gehen dann jetzt mal zum Garagenmanager. Nach Dresden. Und werden die mal aufrüsten. Jo. Oh, kommt da auch was? Mach alleine genug Kohle, brauche nur meinen einen voll ausgestatteten LKW. Vom Geld kaufe ich dann die Werkstätten in den Städten, um eventuell schnell hinzukommen. Okay. Finde ich cool an dem Spiel, man kann das so unterschiedlich machen. Oh. Also auf jeden Fall. 172.000 haben wir jetzt noch. Jetzt weiß ich halt nie, was das dann kostet, wenn wir noch ihn einstellen. Wie komme ich denn hier zum Arbeitsagentur. Dresden. Fahrer einstellen? Der William. Sehe ich da irgendwo? Was wollen die denn haben?
361. 10, 3. Alter. Die Reese. Okay, was habt ihr so für. Du hast hier ein Fernfahrer-Upgrade. Okay. Da wird's der Lukas. Fahrerbewertung 0,8. Haben sie eigentlich alle dasselbe? Also, Jennifer sieht so aus, als ob sie was anderes macht. So, Lukas. Mache ich jetzt hier Pisse? Ich tue den mal einstellen. Wähle einen Garagenplatz aus Dresden. Dresden? So, da bist du. Okay. Fahrer einstellen. Deine Fahrerverstärkung trifft in Kürze ein. Nach einer kurzen Orientierung wird automatisch die Arbeit aufgenommen werden, vorausgesetzt, es steht eine Zugmaschine zur Verfügung. Und darum kümmern wir uns jetzt. Das Ding ist nur, ich möchte gerne Fahrermanager, wo ist denn hier LKW-Manager? Ich möchte gerne, ach, der ist in Frankfurt am Main. Ich müsste eigentlich mal irgendwie nach Dresden fahren, glaube ich. Weil wenn, will ich ja den anderen Truck fahren. Kann ich den irgendwie... Also ich tue jetzt erstmal auf jeden Fall den Iveco holen. Gönn dir Dienstag am 4. Advent beim Christian. Oh Gott, was denn? Die entwickeln sich auch bei dir weiter. Okay. Wieso eigentlich kein Mercedes? Ja, weil ich schon einen hab und ich bin ja immer so einer, ich tue immer gern so hin und her switchen. Also ich probiere ja gern noch mal andere aus. So, den Iveco will ich holen. 157.000. Ausführung ändern. Wir gucken mal ganz kurz wegen der Farbe. Oh. Mit ein bisschen mehr PS. Ab in Warenkorb. Oh, das gefällt mir. Ich nehme echt das Gelb, ohne Mist. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Das kostet ja auch alles Kohle, ne? Musst du aufpassen. Das kommt auch geil. Oh, reicht da mein Geld? 100? Oh ja. Aber ich muss gucken, nicht, dass ich den Kredit dann nicht bedienen kann. Bestätigen. So. Kaufen. Oh Gott, ich hab's getan, Leute. Ich hab's getan. So, der soll dorthin. So, ich leg den erstmal, wenn ich den jetzt hier hinlege, ich würde ja gern ich will den ja fahren. Ich will den ja fahren. Ich muss, warte mal, es muss doch dann irgendwie gehen. Ihr alter LKW wird umgehend zu ihrer Garage nach Dresden überführt. Wie, ihr Alter? Ich hab doch nicht auf Entzahlung gedrückt. Ah, sieht schon cool aus. Ah, ich will ihn halt auch gern selber mal fahren. Auf jeden Fall unsere Werkstatt da im Hintergrund. Oder ist das beim Händler? Sind wir da beim Händler noch? Ich glaube ja. Ja, das, ich dachte schon, das wird halt bei mir nie so schick aussehen. Ich will jetzt aber eh mal mit dem fahren. Versteh mich mal. Ja, hast ja jetzt genug Werbung gemacht. Ah! Halt, stopp. Halt, stopp. Wieso? Der muss doch nach Dresden. Muss ich den da jetzt alleine hintuckern? Das kann jetzt nicht euer Ernst sein, oder? Leute, die Kiste muss nach Dresden. Das ergibt doch alles schon wieder gar keinen Sinn mehr hier. Weil eigentlich soll die Kiste doch jemand anders fahren. Halt, was ist hier los? Was ist hier los? Fahrermanager. LKW-Manager. Wo ist denn mein Garagenmanager? Warum ist das so?
stand da, der Alte wird nach Dresden geliefert. Also ich meine, die Situation ist jetzt so, wie ich es haben wollte. Ich darf Iveco fahren. Aber warum ist das jetzt so? Ich will es doch nur verstehen. Was ist hier runtergefallen? Oh Gott, mein Handy. Ich verstehe es nicht. Aber dein Mercedes sollte jetzt in Dresden stehen. Macht er auch. Aber warum? Hat man immer den neuesten Truck dann unterm Arsch? Anscheinend. Leute, aber ist doch kein Problem. Ich will doch eh die Prag-Tour machen. Und der andere tut der dann selbstständig Aufgaben machen? Das ist die große Frage. Das ist die große Frage. So, okay, Leute. Wir machen jetzt erstmal unsere Frankfurt am Main-Tour. Läuft ab in 3 Stunden, soll bis Sonntag um 10 knapp. Das schaffen wir. Das ist eine Strecke. Oh, 7 Stunden. 482 Kilometer. Naja. Unser Ding. Okay, wir fahren los. Wo ist der Händler? Sieht schon ein bisschen anders aus, ne? Iveco ist halt was anderes, ne? Ah, ich glaube, da drüben ist eh der Händler. Biege nach rechts ab. Nach rechts? Ich dachte, hier ist mein... Es wird doch hier das Ding sein. Ah ja, ah ja. Ist der neue Fahrer dem alten LKW zugeordnet? Ja, genau, Investor, genau so ist es. Auf geht's. So, wo ist meine Fracht? Fertig zum Losfahren. Fertig zum Losfahren. Naja. Dann wollen wir uns mal angucken, wie der sich so macht. Oh, wir müssen eine Pause zwischendrin mal machen. Ganz kurz mal gucken. 3 Stunden 15 Minuten. Also so gegen 3. Müssen wir mal ein bisschen. Oh, das war jetzt aber wieder Maßarbeit. So gegen 3 möchte eine Pause sein. Ich verstehe. Biege nach rechts ab. Sehen, ob man den... Ich glaube, an den Mercedes wird da nicht rankommen. Aber trotzdem einfach mal schön, wieder was anderes zu fahren. Hast du das denn im Garagenmanager auch gemacht? Oh Gott, was meinst du jetzt? Warte mal ganz kurz. Garagenmanager? Da. Gucke, da ist jetzt hier der Lukas. Status steht. Ruht sich aus. Das ist doch ein faules Schwein. Tja, scheint alles so zu sein, wie es soll. Aber ich verstehe trotzdem nicht. Immer geradeaus. Ich verstehe trotzdem nicht, wie so der Iveco jetzt halt bei mir direkt unterm Arsch ist. Am Kreisverkehr 3. Ausfahrt nehmen. 3. So. Alter! Ist der da gerade bei mir reingefahren? Was stimmt mit deinem Leben nicht?
Ja, lass mal Warnblink lieber an. Oh. Ach Gott. Bin ich ja jetzt ein bisschen falsch gewesen. Aber trotzdem gab es den Unfall nicht deswegen. Ja, aber ich glaube, ich merke jetzt schon, also, dass die paar mehr PS von dem Mercedes wirklich fehlen. Oh, du... Du kannst ruhig bremsen. Weiß ich nicht. Habt ihr das gesehen im Rückspiegel? Nee, ist meine Kamera drüber. Ja, der Mercedes kommt, glaube ich, ein bisschen mehr aus der Hüfte. Einfach mal was anderes fahren. Tja, wie wechselt man dann die LKWs, ne? Das gilt's dann mal herauszufinden. Jetzt fahren wir erstmal nach Prag. Immer geradeaus. Geradeaus. Ich finde Iveco besser als Mercedes, aber meine beiden Favoriten sind Scania und Volvo. Echt Volvo? Okay. Ich muss mir echt einen Knopf machen für den Retarder. Also das ist hier, sonst wird das nicht. Lass uns das doch gleich mal kurz machen. Option? Ach da. Schalter, Motor, Bremse. Hier Retarder. 40 gern einfach mal versuchen. Aber wie verringern wir das wieder? Du brauchst ja dann eigentlich für B das Scheiße. Motorbremse, probieren wir die mal aus. Mach mal Y. Retarder ist halt eine Wirbelstrombremse, also eine Motorstrombremse. Sowas in der Art. So, das wollen wir mal, will ich mal ausprobieren. Gib mal ein bisschen Gas und gucken, was passiert. Ich muss vom Gas weg, ne? Warte mal. Nee, das ist nicht das, was ich... Vor allem, du schaltest ja dann bloß die Motorstrombremse ein. Also die Motorbremse. Ich würde so gerne mit Retarder arbeiten. Ich versuch's mal. Wofür nutze ich eigentlich die Taste B? Ich glaube ja mal für gar nichts. Für die Innenansicht. Ach, dass ich dort wieder zurückkomme. Okay. Ich will mit Retarder arbeiten. Gut. Testen wir mal. So, das ist dann jetzt erhöhen quasi. Also, da merkst du eigentlich gar nicht so richtig. Immer geradeaus.
Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Vielleicht hat er gar keinen. Ach, der hat ja, glaube ich, gar keinen. Das hätte man uns ja dazu kaufen müssen. Oh. Leute, da fällt es mir wieder auf die Schuppen von den Augen. Das hätten wir uns dazu kaufen müssen. Ja, gut. Okay. Wieder was gelernt. Wissen wir Bescheid. Egal. So. Wir müssen unbedingt dann gegen 3, habe ich ja gesagt, ne? Lenk- und Ruhezeiten. Das ist ja dann hier bald. Also eigentlich machen wir es so, den nächsten Parkplatz. Der nächste Parkplatz, den wir sehen. Da halten wir an. Und machen eine Rast. Besser ist das. Was auf jeden Fall bei dem ist, das merke ich jetzt schon, dass das Fahrerhaus nicht so wackelt. Also das liegt so mehr auf der Straße gefühlt, der Iveco. Wie kann man sich bloß einen Truck ohne Retarder kaufen? Macht den nicht lustig. Ja. Hat der Motor einen Retarder? Nicht jeder im Spiel hat das. Bei Getriebe musste man sich das auswählen, Rolf, beim Händler. Naja, Augen auf, ne? Beim Kauf. Ich weiß halt nur nicht wegen unserem anderen Fahrer, ob der sich selbstständig Arbeit sucht. Also Investor, vielleicht kannst du das ja sagen. Musst du da auch Genehmigungen und so abschließen oder sind die automatisch abgeschlossen? Genehmigung? Na, das ist über die Erfahrungslevel, falls du das dann meinst, dass du bestimmte Fracht transportieren darfst. Hat dein Truck keinen Retarder, wird das Leben gleich viel harder. Du hast so eine Macke, ey. Geradeaus. Ah, finde ich gut. Ein Truck, ein Retarder, wird das Leben gleich viel harder. Schön. Schau am besten mal in deinem Fahrermanager und dann, was er gerade so treibt. Jetzt gucken wir mal. Vorhin hat er sich ausgeroutet, Stücke Mist. Aha. Der fährt von Dresden nach Magdeburg. Aber macht er da auch einen Auftrag? Aktuelle Fracht, Elektronik. Oh ja. Der macht tatsächlich was. Ja, das ist doch super. Mitarbeiter, wo man sich gar nicht drum kümmern muss. Ist ja alles gut und gleich kommt die Kohle rein. Naja, bin ich ja mal gespannt. Der wird ja auf jeden Fall eher da sein wie wir. Hier, was ist denn hier eigentlich mit Parkplatz jetzt langsam mal? Jetzt kriege ich hier aber langsam ein bisschen Schiss. Ach du Scheiße. Leute, wir müssen hier unbedingt dort anhalten. Ach du Scheiße. Lass uns loslegen. Oh! Das war ja fast obszön, Helga! Jetzt habe ich echt Angst, dass das mit unseren Ruhezeiten gleich nie hinhaut. Aber schönes Blumenfeld hier. Ah, schön. Der Stimme gefällt mir, Helga. Siehste? Achtung,
Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ich brauche einen Parkplatz, Helga. Siehst du, der geht hier nämlich schon übelst rum. Oh Gott, die Bettchenanzeige ist schon rot. Scheiße. Der macht bestimmt gleich einen Unfall. Hier, Leute, Platz da. Wo kommt meine Ausfahrt? Ich muss mich hinlegen. Ab nach Erlangen, nach Würth. Ah, du bist in Frankreich und Norditalien unterwegs. Okay. Oh Leute, hier ist unsere Ausfahrt. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ich will nur gucken, dass der Transporter da mal Platz macht. Also gut jetzt. Oh, oh, oh. Leute, das wird hier knapp. Das wird hier knapp. Gib mir oben. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Mach ich. Nimm die Ausfahrt rechts. Sie werden müde. Oh Gott, das wird schon angezeigt. Demnächst links abbiegen. Ja, wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Oh, bitte jetzt nicht auf Rot. Biege nach links ab. Ja. Okay, jetzt gleich rechts. Helga hat einen Zweitjob bei den 0119er Nummern. Nein, rechts hat sie halten. Nicht. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja. Demnächst rechts abbiegen. Gott, bitte schlaf nicht ein. Es ist grün. Biege nach rechts ab. Es war grün. Oh, bei Rot, das war gelb. Alter, müssen wir doch jetzt in den Streiten, oder? Machen Sie eine Kehrtwende. Ah, das war schon wieder frech. Nee, das war nicht in Ordnung. So, wo ist hier der Parkplatz? Ich sehe hier bloß eine Tanke. Ach, scheiße. Sie werden müde. Ja. Oh Gott, da kommt ein Auto. Wo bin ich gerammt? Unfall. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Das wird doch nichts hier. Das ist doch jetzt eine Scheiße. Ah, jetzt wäre ich fuchtig hier. Jetzt mache ich die Straße zu. Was habt ihr davon? Das ist doch hier nicht euer Ernst. Oh, so ein richtig großer Parkplatz hier. Gut. Aber ist egal jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war knapp. Das war knapp, Leute. So, Licht ist an. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Da fahren wir halt auf gut Glück. Ist doch dunkel. Wer soll denn hier schon unterwegs sein? So, Leute. Strafe wegen über Ampel gefahren. Unfall. Ach, Leute. Biege nach rechts ab. Das ist doch hier alles Brühe. Ja, wie viel Licht hat denn der an? Ah, okay. Naja, gut, Leute. Wir bleiben jetzt gechillt. Ist passiert. Krönchen richten, abschütteln. Wir fahren jetzt nach Prag. Und alles wird gut. In Prag, alles wird gut. Oh, hier sind 60.
Wieso das eigentlich schon wieder? Wieso sind hier schon wieder 6? Was ist das für eine Hupe? Das klingt ja wie ein Warnton beim Arzt. Echt jetzt? Hier, wer links fährt, muss auch mal Gas geben hier, ne? Kollege. Weiß ich nicht. Weil hier jeder macht, was er will, habe ich den Eindruck. Mal ein bisschen stressen hier, den Guten. Was eine Hupe. Mitten in der Nacht hupt er da rum. Und das am Sonntag. Ja, da kenne ich nichts. Wenn ich hupen will, will ich hupen. Ganz schön viele LKWs hier unterwegs. Verstehe ich nicht. So, ab auf die Autobahn wieder. Kreuz Nürnberg Hafen. Okay. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Mach da. Ach, wir wollen da bitte hier... Links halten. Katze rennt schon wieder schreiend durch die Bude. Geil. Oh, hier sind 40. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Helga, es geht bergab. Dann nimm mal den Schwung halt mit. Aber nachts fahre ich irgendwie am liebsten. Ich finde das irgendwie cool. Also jetzt nicht im Echten, muss ich ja wirklich sagen. Obwohl LKW, finde ich, ging immer nachts zu fahren. Weil du siehst ja ganz einfach viel mehr, wenn du in so einem Bock sitzt. Aber Auto im Dunkeln, ach, muss ich nicht so haben. Helga mag es nicht so wild. Nee. Also so Leben am Limit ist bei Helga nicht so. Sie hat auf jeden Fall den Anarchisten in sich noch nicht entdeckt. Also der Iveco fährt auf jeden Fall ruhiger. So, wir wollen nach Prag. Hier mal ein bisschen links hier. So, eh keine Sau hier. Bitte links halten. Ja, Helga, mach ich. Aber wenigstens sagt sie bitte. Könnt ja auch ganz anders mit uns umspringen, ne? Sie hat so ein bisschen Kontenance hat Helga noch. Das passt schon. Das passt schon. Hier, wieso ist eigentlich mein Tempomat schon wieder nicht mehr angewiesen? Oh, das ist hier so echt der Klassiker für mich immer. Oh Gott, Christian, du musst mal lenken. Ich wollte hier wegen meinem Kabel gerade was gucken. Okay. Okay. Oh, die Rennleitung. Kontrollfahrt. Oh, möchte ich mich ja jetzt echt an die Geschwindigkeit halten, ne? Obwohl, die sind ja schon wieder fast weg. Okay. Na komm, ein bisschen mehr geht schon. Gott, jetzt habe ich nicht aufs Schild geguckt. Nach Prag war geradeaus weiter, ne? Aber dafür hat man ja ein Navi. Man merkt die fehlenden PS bei dem Iveco. Merkste.
ich jemals wieder 80 fahren werde, ich gebe jetzt einfach Vollgas, ey. Man will ja auch mal ankommen. Der Sven ist da. Hallo Herr und Herr, du oller Verkehrsrowdy. Man tut, was man kann, Sven. Man tut, was man kann. Mensch, 2 Uhr in der Nacht, ey. Und wir sitzen auf dem Bock. Ja, wir kennen keine Zeit. Für uns zählt der Auftrag. Wir wollen den Auftrag packen. Und das packen wir auch. Die Fracht wird pünktlich da sein. Dafür sind wir da. Dafür ist Mario Fahrt da. Ganz einfach. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeit. Ich achte hier auf gar nichts, Helga. Ich bin froh, dass ich mal über 85 fahre. Wir müssen mal, es gab ja auch beim Navi so Stimmen hier, Achtung, koreanisch und sowas, Sie auf, ne? Die Geschwindigkeitsbegrenzung. Irgendwie sowas wird da kommen. Hat in diesem Stream eigentlich schon mal jemand Manne Krug erwähnt? Nee, bist du jetzt echt der Erste? Bist du der Erste? Der gute Manfred. Immer geradeaus. Oh, hier. Die Niederländer sind da. Was hast du denn geladen? Klopapier? Nee. Ey, was? Ohne Mist, was habe ich denn jetzt hier gerade auf dem Bock? Ich weiß es gerade gar nicht. Du bist doch hier die Manne-Krug-Army. Ja. Mirko ist alles, was alt ist. Oho! Nein! Okay. Der war grenzwertig. Achte auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achte auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Also, tut mir leid. Oh, mit dem Iveco überholen? Oh, Leben am Limit. Komm! Zieh! Was du geladen hast, Ware, die von A nach B muss. Der Rest interessiert dich. Genau. Überhol ihn. Oh Gott, in Tunneln wird immer geblitzt, Leute. Wir wissen, wie es läuft. Oh. Was heißt hier alter Kram? Immerhin auch so hippe Sachen wie diese Drumbushs und so weiter. Drumbushs. Oh Gott, es ist hip und ich verstehe es nicht. Wie diese Drumbushs. Ach, das ist hip. Oh, jetzt verstehe ich das erst. Junge! Mit dir verglichen ist er ja im fortgeschrittenen Alter. Du Jungspund. Ach ja. Oh, ich muss hier ein bisschen nach links. Immer geradeaus. Drumbushs. Leute, sprecht Deutsch mit mir. Mensch, wir sind ja gleich da. Das ist ja schön. Die letzten Mädel. Sind diese Drumbushs eine Doku auf Netflix? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Netflix.
Dwamush ist eine Doku über eine Rapper-Familie, die im australischen Outback lebt. Ey, kenn ich nicht. Du bist ja ein richtig hipper Typ, Mirko. Junge, Junge, Junge. Was du so alles weißt. Wusste ich jetzt nicht. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeit. Nein, Helga, ich achte nicht auf die Geschwindigkeit. Gleich sind wir da. Mit offenem Haar. Achtung, da ist egal. Hat sich einfach gereimt. Geschwindigkeitsbegrenzung. Und los. Der Felgentour. Ich danke dir für ein Follow. Herzlichst willkommen. Das nennt man Weisheit im Alter. Ah, okay, okay. Nee, hab dich verarscht. Domus ist eine deutsche Familienserie aus den 80ern mit Günther Strack und Vita Pohl. Hat er nicht gemacht, oder? Hat er nicht gemacht. Da hat er meine Unwissenheit schamlos ausgenutzt, um mich hier in aller Öffentlichkeit bloßzustellen. Jungs und Mädels, wird hier nasaler Krieg entfacht? Nein. Aber die Rache wird folgen. Die Rache wird folgen. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Ja, dann fahre ich doch mal links. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Und los. Los. Vorsichtig, vorsichtig. Hier muss ich doch bestimmt ein bisschen langsamer fahren. Quick Seven, ich grüße dich. Und danke dir für ein Follow. Oh, hier müssen wir auch mal ein bisschen... Siehst du, dafür ein Retarder. Jetzt komme ich hier wieder nicht aus dem Knigge, ey. Hat der Chris und er gerade den Umkipper gemacht? Nee. Nee, nee, nee. Mirko, wann geht's denn bei dir wieder ans Lenkrad? Na, das tät mich auch mal interessieren. Das tät mich auch mal interessieren. Wenn es gut läuft, Mittwochabend. Oh, sehr gut. Sehr gut. Ab auf den Bock. Genau. Genau. So, dann müssen wir jetzt anscheinend bald rechts. Biege nach rechts ab. Mach da. Mach da. Demnächst links abbiegen. Okay. In Prag waren wir ja schon das ein oder andere Mal. Biege nach links ab. Ach, der Mirko hatte schon mal zwei Pausen hintereinander gemacht. So, was ist denn jetzt hier? Blinkst du? Der blinkt. Ah, wo sind meine Beine? Nein, ist gut. Okay. Man merkt, ich bin langsam Knülle. Komm, so schlecht war der gar nicht. So, Leute. Wir sind da. Demnächst links abbiegen. Was ist eigentlich mit den Bananen? Mein Lager quillt langsam über. Och, ich weiß, David. Ich weiß. Da gibt's hier einige. Links ab. Links. Werde ich mich in meinem Urlaub mal drum kümmern. Versprochen. Endlich. Wir sind da. So. Wie stellen wir es denn ab? Hier wird's auch wieder so enge, ne? Ach komm. Komme ich da hier rum? Erstmal Zeit zum Lenken lassen, ne? Oh, das sah sogar gar nicht so scheiße aus.
Schön ausnutzen, ne? Damit der LKW schön gerade steht. Gut. Okay. Wieder Hand aus dem... Oh, Christian. Muss doch richtig lenken. Weiß ich nicht. Und rum, und rum, und rum, und rum, und rum, und rum. Ja, 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 ja. Und mit. Ja, 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 ja. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ey, Leute, sorry. Aber da könnt ihr jetzt ruhig mal klatschen. Also, das war jetzt echt ein schönes Einparken. So muss das laufen. So, wir entladen. Alter Lachs. Danke. Oh, mein Typ wird schon verlangt. Wir werden jetzt hier zum Ende kommen, ihr Lieben.